Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat beginnen, mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident. Wir brauchen auch im Bereich der Ganztagsbetreuung oder der Ganztagsschulen noch mal eine Initiative. So die Bundeskanzlerin vergangenen Sonntag in ihrer Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger. In der Videobotschaft sagt Frau Merkel weiter, wir müssen die Schulen in Brennpunkten besser unterstützen. Und es fallen Stichworte wie Lehrermangel, bessere Lehrerausbildung, Willkommensklassen etc. Ehrlich gesagt, ich habe meinen Ohren nicht getraut, als ich mir diese Videobotschaft angeschaut habe. Und ich habe sie mir in der Mediathek erneut und erneut angeschaut. Und ich kann es Ihnen, vor allem in den Reihen der CDU-CSU, vor allem Ihnen, Herr Brinkmann, empfehlen, schauen Sie sich diese Videobotschaft an. Im Übrigen, die Aussage der Kanzlerin in der Videobotschaft ist klar. Das Kooperationsverbot ist hinfällig. Genau das sagen wir seit 2006 gebetsmühlenartig und fordern diesen bildungspolitischen Irrsinn namens Kooperationsverbot, welches Sie als Große Koalition vor 11 Jahren zum Schaden und Nachteil der Schülerinnen und Schüler verzapft haben, lieber Herr Thomas Oppermann, endlich zu beenden. In keinem Land der Erde gibt es etwas Vergleichbares. Dabei schreien die bildungspolitischen Herausforderungen unseres Landes nach mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern. Wir sind Weltmeister in Bildungsungerechtigkeit. Aufstieg durch Bildung ist in unserem Land zu einer Floskel verkommen. Und daran hat auch der Dresdner Bildungsgipfel der Bundeskanzlerin 2008 nichts geändert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen eine qualitativ gute Bildung für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von der Herkunft und unabhängig vom Wohnort. Wir wollen mehr Bildungsgerechtigkeit statt Exklusion. Und deshalb liegt mir besonders der Bereich der Verfassungsänderung am Herzen, der die Lockerung des Kooperationsverbots im Schulbereich betrifft. Tatsächlich ist dieser Punkt im Gesetzespaket ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Uns geht er aber nicht weit genug. Die Neuregelung zum Unterhaltsvorschussgesetz dagegen begrüßen wir ausdrücklich. Aber warum sind Sie nicht mutig genug? Lassen Sie uns doch gemeinsam mit den Ländern das unsägliche Kooperationsverbot endlich in Gänze abschaffen. Sie geben sich stattdessen mit Minimallösungen zufrieden und verpassen die Chance zu einer echten Öffnung der Verfassung. Ich zitiere wieder aus der besagten Videobotschaft. Also einiges kann und will der Bund hier auch tun, weil wir glauben, dass wir hier schon in einer gesamten Verantwortung stehen. Ich sage, wäre schön, wenn diesen Worten auch endlich Taten folgen würden. Aber immerhin erkennt Frau Merkel endlich an, dass der Bund auch eine Mitverantwortung für den Bildungsbereich hat, und das ist schon etwas. Aber einmalige Finanzspritzen für die ärmsten Kommunen zur Stärkung der kommunalen Bildungsinfrastruktur reichen nicht. Denn die zusätzlichen 3,5 Milliarden Euro sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts des Investitionsbedarfs in Höhe von 34 Milliarden Euro. Und wir dürfen nicht weiter zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Bildungschancen in unserem Land von den jeweiligen Landesetats oder von der Lage des Wohnorts abhängig sind. Deshalb sagen wir, lieber Kollege Kahrs, hören Sie genau zu, schaffen wir das Kooperationsverbot gemeinsam ab und verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Floskeln. Das ist auch kein Einfallstor in den Kernbereich der föderalen Landeshoheit, wie manch einer vielleicht behauptet. Wir wollen den Ländern die föderalen Kompetenzen in der Bildung nicht entziehen. Das hat auch hier keiner gesagt. Wir wollen mehr Kooperation im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen, nicht mehr und nicht weniger. Denn der Bund kann durch die Aufhebung des Kooperationsverbotes die Länder unmittelbar unterstützen. Zum Beispiel bei der Finanzierung des dringend benötigten Lehrerpersonals, beim Ausbau der Ganztagsschulen, bei der Inklusion oder der digitalen Bildung. Auch die Integration von Geflüchteten ist eine nationale Aufgabe, die die Länder nicht alleine meistern können.
Und nur durch gute schulische Bildung für alle kann Teilhabe gelingen. Nur durch gute Bildung kann die Zukunft unseres Landes als Innovations- und Wirtschaftsstandort gesichert werden. Deshalb sage ich nochmal zum Schluss, stimmen Sie unserem Gesetzesantrag zu und lassen Sie uns gemeinsam das Kooperationsverbot in Gänze aufheben. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Fehler aus 2006 korrigieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das Wort erhält nun der Bundesminister für Verkehr und Infrastruktur, der Kollege Dobrindt.